Geronimo! Oh, wie, wie. Und damit ein wunderschönes herzliches Willkommen. Mein Name ist der Sebi von Zock LP und ich spiele heute Fortnite Battle Royale. Dieser coole Modus und es geht schon hier richtig los. Ich muss mich irgendwie ein hier. Okay, pass auf, wir müssen uns mal schnell hier in ein Gebäude rein. Wir brauchen unbedingt Waffen. Also ich spiele Fortnite Battle Royale. Ich bin der Sebi, hier heiße ich zwar AeroGR. Warum? Weil... keine Ahnung warum. Waffen, 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 Waffen. Hier ist eine Waffe. Alles klar. Eine Pistole haben wir schon mal. Sind schon mal ausgerüstet. Hier ist eine Shotgun. Das ist schon mal richtig cool, weil hier brauchen wir auf jeden Fall eine Shotgun. Es ist eine drin im Gebäude. Okay, eine Tür wurde schon geöffnet. Das sind mehrere. Scheiße. Okay, wenn die Tür aufgeht, müssen wir schießen. Oh Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass es so losgeht. Aber wir sind zum Glück im Kreis. Also, von der Battle Royale ist genau dasselbe wie PlayerUnknown's Battleground. Nur in dieser nur in dieser richtig genialen Comic-Style-Grafik. Komm näher. Okay, den ersten haben wir schon getötet. Oh Mann, ich habe jetzt gerade nichts geredet, weil ich höre mir, wo der andere ist. Wo ist der andere? Wo ist er? Jetzt haben wir jetzt alles zerstört, ne? Nein! Er hat mich gekriegt. Verdammt. Ja gut, diese Nate war natürlich perfekt gelandet von ihm. Oh Mann, ey. Auf jeden Fall hatten wir einen Kill. Das war schon mal richtig gut. Ja, Fortnite Battle Royale, so sieht das Ganze aus. Ist wie PlayerUnknown's Battleground, nur in dieser richtig coolen Grafik, also Comic-Grafik, sagt man sehr eher. Und es ist free to play. Also das könnt ihr wirklich jederzeit holen. Und es tut mir wirklich leid, dass das so eine kurze Runde geworden ist. Und ich darauf wirklich nichts geredet habe. Ich habe ihn gehört, ne? Man hört ja die Steps von dem Gegner im Haus, nachdem so, oh fuck, fuck, fuck. Es waren ja zwei Steps. Ich habe es auf jeden Fall gehört, ne? Und ich weiß nicht, ob die zusammengearbeitet haben oder nicht. Auf jeden Fall habe ich echt durchgehabt, aber. Ja, also ihr seht es auch selber, man kann dann wirklich alles zerstören hier, also sprich, hier zum Beispiel das Auto könnte man zerstören, jetzt natürlich nicht so aufpassen, leider nicht. Man kann alles zerstören, Autos kann man zerstören, selbst solche Dinge kann man zerstören. Ah, da, schaut her, doch, man kann es in der Aufwärmphase zerstören. Also man kann so gut wie eigentlich wirklich alles zerstören. Und... und man kann halt wirklich... es ist wirklich genial. Also man kann hier eigentlich alles zerstören. Hier ist die Karte übrigens. Das möchte ich auch mal ganz kurz zeigen. So groß ist die Karte. Es ist immer die gleiche Karte. Und ja. Ich finde den Intro hier voll geil. Es ist dieser Anfang.
Türen öffnen sich in 9. Das finde ich richtig geil. Der Battle Bus. Nicht der Schulbus, sondern der Battle Bus. So, mein Ziel ist es, nicht in große Stadt zu gehen, weil da wurde mir immer gesagt, da sind viel zu viele. Und ich will jetzt halt hier abspringen. Und versuche jetzt hier da drüben zu landen. Okay. Könnte hier hinhauen. Oh, verdammt. Ein Spieler ist auch hier in der Nähe. Okay, es sind gleich mehrere Spieler in der Nähe. Ach komm. Ja, 4 Spieler in der Nähe. Ja, gay. Nein, stirb, stirb! Ah, verdammt nochmal! Okay, Nummer 9. Ah, das war so kacke, wirklich von mir. Das ist... Ah. Okay, nochmal neu. Also ihr seht, es ist nicht... Also ich spiele hier das jetzt nicht allzu oft. Ich will ich vorher kurzen. Ich habe mal einen Squad gespielt. Das muss ich zugeben. Einen Squad habe ich schon gespielt. Aber Solo habe ich noch wirklich gar nicht gespielt. Und man tut sich echt Solo sehr, sehr viel schwieriger. Also, naja. Eventuell kommt jetzt auch in der nächsten Folge vielleicht sogar Paimus mit am Start. Ich habe noch ein paar andere von meinen Freunden und ja, die mit mir schon mal ein paar Let's Plays gemacht haben, angeschrieben. Aber viele haben gemeint, ja, das ist jetzt nicht so meins. Und nein, ich bleib lieber wirklich bei Paimus Battleground. Ich finde diese Comic-Style-Grafik jetzt nicht so schön, aber ich finde es richtig genial, ne? Also, es hat halt einfach... Es ist genau das gleiche, es hat das genau den gleichen Sinn, genau den gleichen Zweck und so, aber es ist halt nur eine andere Grafik. Deswegen fand ich jetzt einfach nicht so, wo ich sag, okay, das ist jetzt halt für mich, wo es sich jetzt nicht rendiert, was ich jetzt kaufen soll oder nicht. Also es gibt auch unterschiedliche Waffen hier, wurde mir auch mal gesagt. Auch in unterschiedlichen Farben. Also es gibt, glaube ich, grüne, blaue, so purple, also lilane Farben. So, jetzt könnte man eigentlich abspringen, aber nee, noch nicht. 3, 2, 1. Jetzt könnte man abspringen. Jetzt. Aber ich versuche es noch ein bisschen zu warten. Jetzt hier rüber. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich will darüber. Schaff mal jetzt halt. Komm, 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 komm. Nein, geh runter. Oh nein, warum ist der andere so schnell? Sucht. Okay, wir haben Waffen. Wir hauen hier gleich mal ab. Oben gelandet. Ich weiß nicht, irgendwo war doch ein Spiel noch in der Nähe. Aber ich weiß jetzt echt nicht wo. Hier. Da oben sieht man ihn sogar. Das ist ein Schatten. Jetzt kommt er runter. Ich weiß es nicht.
Was ist das für eine Waffe, die ich hatte, Mann? Ich dachte, ein Shotgun ist doch gut, aber... Ha, jetzt bist du auch gestorben. Verdammt. Okay, gut. Ich würde sagen, wir probieren noch eine Runde aus. Gottes Willen. Es ist wirklich, man sieht es wirklich. Solo ist es wirklich sehr viel schwieriger. Aber wie gesagt, ich wollte einfach nur diese erste Folge rausbringen, um euch einfach mal einen kleinen Einblick zeigen zu Fortnite Battle Royale. Wie gesagt, es ist ein kostenloses Spiel und ich finde es richtig cool. Also das ist sowas cooles, es ist kostenlos, ne? Richtig genau, weil ich gebe es ehrlich zu, ich habe noch gar keinen PlayerUnknown's Battleground gekauft, weil ich finde, das ist einfach sau viel, also ist too much money, ne? Und so ist es genau, das Spiel hat genau den gleichen Sinn und Zweck wie PlayerUnknown's Battleground, nur halt in dieser coolen Comic-Style-Grafik, und damit es eh so gefallen hat, ich meine, was soll es ändern? Nö, nicht mit mir. Da, das sind... Warum hatten wir so viele Waffen, Alter? Der cheatet doch. Wie kann das so viele Waffen haben? Na gut, egal. Okay, so, wir gehen jetzt hier... Ich weiß, jetzt sollen wir gleich am Anfang anspringen, aber da springen auch wieder so viel ab. Hier in der Stadt will ich nicht rein. Es sind ja fast 100 Spieler, es sind ja immer fast 100 Spieler da, ne? Das ist immer für mich die Katastrophe. Ne? Okay, jetzt springen wir mal hier ab. Oh, jetzt haben wir einen coolen Charakter erwischt. Und die ganzen Charaktere ändern sich halt. Aber es soll sich auch bald diesbezüglich auch ändern. Das meinst du auch wirklich irgendwie am Anfang den Charakter auswählen kann, den man halt spielen möchte. Man sieht ja auch viele es gibt viele Frauencharaktere. Spielt man vor allem häufig und ja. Okay, das sind schon die erste Tote. Geh runter, komm, 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 komm. Ich weiß nicht, wie viele das sind bei mir. Ja, keine Ahnung, was das jetzt war. Scheiße, das andere auch, ne? Glaube ich über, ist glaube ich irgendwo oben, kann das sein? Ja, da oben. Zwei Spieler, ich würde sagen, die ignorieren wir einfach mal. Ich würde echt sagen, die ignorieren wir einfach mal. Und wir gehen einfach schnell noch in ein Haus rein. Gucken nach, ob wir was Scheiß finden. Ah, die... Hey, wie hoch spielt denn die? Okay. Ja, da sieht man zum Beispiel Waffen in den Grün. Und ich bin wieder tot. Ja, nimm meine Waffen auf. Nehmt sie nur auf. Jawohl. Ja, ist gut. Ja, lass sie liegen. Ja. Verdammt. Also der hat so... Er oder sie hat uns anscheinend echt gehört. Ah, Mann. Es ist immer sowas von kritisch, wenn man alleine spielt. Aber gut, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen kurzen Einblick ins Spiel gezeigt. Wenn es euch gefallen habt, könnt ihr jederzeit ein Like da lassen auf meinem coolen Video. Oder wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne mich kostenlos hier abonnieren. Wie gesagt, ich bin ein CSGO-Caster und ein Let's Player, also es kommt von beiden Sachen immer etwas. Okay, ja, ich hoffe, die nächsten Folgen
Ja, der kennt sich echt gut aus. Ich hoffe, in den nächsten Folgen wird es dann auch, werde ich dann mit ein paar Freunden das Ganze spielen. Weil alleine seht ihr schon einfach, ist man einfach wirklich, ja, so gut wie tot. Jetzt steht ihr unter Beschuss. Und naja, gut. Ich würde sagen, hier mache ich Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffentlich mit jemandem. Und bis dann, sage ich nur Ciao mit Au.